Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt im TSW 3. Heute mit der guten alten Foslo G6 auf der Niddertalbahn. Endlich mal wieder hier unterwegs auf dieser wunderschönen Strecke. In einem Szenario von meinem guten Freund Tom Fresco. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir fahren heute einen Güterzug, bespannt aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oder 9 Kesselwagen. Der Bauart ZACNS. Und das ist unser heutiges Zugpferd, die Foslo G6, Lok Nummer 112-2. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und rüsten auf und schauen, dass wir gleich mal abfahren, wobei das Signal noch sowieso Halt anzeigt. Dann dafür legen wir einmal hier den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Haben wir schon mal gemacht, sehr gut. Lösen mal die Zugbremse und ziehen die Lokbremse dafür an. Das haben wir gemacht. Dann drehen wir uns einmal hier nach hinten. Spitzensignale schalten wir uns auch an. Da sind die Spitzensignale. Passt das? Nee. Ja. Und hinten. Sehr gut. Ach, da steht sogar noch nur 110. Sehr schön. Okay, dann einmal die PZB gerne aktiviert. Hier steht zwar PZB Störschalter, aber das ist die SIFA. Da machen wir auch an. LZB haben wir natürlich nicht. PZB-Modus. Ja, untere Zugart, glaube ich, definitiv. Dafür müssen wir jetzt aber nochmal die PZB deaktivieren und aktivieren. Jetzt sind wir in der unteren Zugart unterwegs. Treppenbeleuchtung gerne, Führerstandstrittbeleuchtung, ja, warum nicht? Geschwindigkeitsregler funktioniert, glaube ich, nach wie vor nicht so ganz. Master-Slave-Betrieb brauchen wir nicht, Ferngang ist eingelegt. So, dann sind wir fast abfahrbereit, sofern ich es in Erinnerung habe. Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass das Signal gleich umspringt. Hoffen wir mal, dass das gleich der Fall ist. Und ja, genau, doch, nee, dann sind wir soweit eigentlich ready. Können noch einen schönen Screenshot, glaube ich, hinten hinterher schicken. Den mal machen. Vielleicht so ein Thumbnail irgendwie mit in Bad Vilbel. Ah, schon eine schöne Lok. Schon eine schöne Lok. Viel zu selten gefahren, ne? Das muss man definitiv sagen. Meiner Meinung nach einer der am meisten unterschätzten Loks, ein totaler Underdog auf deutscher Strecke, jetzt hier im TSW. Okay, das Signal ist umgesprungen, wir dürfen fahren, dafür einmal hier voll lösen, Zugbremse ist gelöst, wir warten, bis die Bremse sich komplett löst und dann geht's los. Gucken wir, dass wir nicht zu viel Leistung auf einmal aufschalten. Und wir fahren aus mit 40. Das Signal zeigt Fahrt an. Wir befreien uns mal. Kann man nicht ganz so gut erkennen bei der Beleuchtung tatsächlich, aber man sieht es auf jeden Fall. So, wir sind schon bei 100% Leistung angekommen. Mal Leistung auf 0 setzen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Geschwindigkeitsregler hier, der funktioniert nicht so richtig. Ja, nee, nicht wirklich. Okay, wir werden langsamer. Jetzt geht's wieder. Wenn ich das richtig im Kopf habe, nee, doch nicht, ich wollte gerade sagen, ist das sogar die Firma, die hier in echt ist, aber da bin ich mir nicht sicher.
So, hier muss einmal gepfiffen werden. So, und wir dürfen tatsächlich 60 fahren. Dann gehen wir mal hoch auf die 60. Haben wir hier eigentlich eine Sonnenblende? Ne, da haben wir noch vorne und hinten. Leistung runter. Ja, Szenario, wie gesagt, von meinem guten Freund, dem Tom Fresco. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr im Creators Club runterladen. Für das Szenario benötigt man die Niedertalbahn, die Foslo G6. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube, mehr nicht. Ja, wobei, doch, vielleicht schon, weil ich mir nicht sicher bin, wo die Wagen herkommen. Die Kesselwagen, denn ich glaube nicht, dass die mit der Lok kommen. Sondern die sind aus irgendeiner anderen, aus irgendeinem anderen DLC. Könnte mein Spessartbahn sein, könnte aber auch, ja. Könnte aber auch zum Beispiel sowas wie Rosig Nord sein. In einem Kilometer müssen wir 30 fahren. Dann würde ich sagen, bremsen wir schon mal. Auch wenn ich keine Ankündigung bisher gesehen habe. Ja, wobei, wir können sogar eigentlich ausrollen lassen. So, was sagt denn das BU-Signal? Es blinkt. Also ist der Bahnübergang gesichert. Und wir können drüber fahren. So, da ist die Ankündigung auf 30. Wird natürlich bestätigt. Wir gucken mal, dass wir das Ganze wirklich nur mit der E-Bremse machen. Ja, klappt auch ganz gut. Und hier ist der Anfang der Langsamfahrstelle. Ja, ein bisschen zu schnell sind wir noch. So. Und hier ist das Ende, das heißt, hier dürfen wir auch gleich auch dann wieder auf die 60 hoch, sobald unser Zug einmal komplett an der Tafel vorbeigefahren ist. Hier noch so ein kleiner Garten, finde ich ganz hübsch, noch so eine Schubkarre. Sehr schön. Wir fahren hier vorbei an Gronau in Hessen. Es gibt auch ein Gronau in Nordrhein-Westfalen, meine ich. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, als wir hier unterwegs waren. Tja. Mich interessiert ja immer total, wenn Leute hier tatsächlich aus der Gegend sind und ein bisschen was dazu sagen können, wie sie so die Gestaltung und sowas bewerten. Also von der Niedertalbahn weiß ich es, da ist die Gestaltung absolute Extraklasse. Ne, das haben
oft genug Leute jetzt auch schon bestätigt, die selbst aus der Gegend sind. Aber ich finde es auch ganz interessant, wenn man das dann zu anderen Strecken ebenfalls dann hört, so ein Feedback. Ich selbst kenne mich eigentlich ganz gut in Nordrhein-Westfalen aus auf den Strecken. Da kann ich selbst ja immer ganz gut was dazu sagen, aber zu den anderen Strecken weiß ich natürlich nicht so viel. Oder das müssen wir bestätigen, ne? Schauen, dass wir nicht zwangsgebremst werden. Genau. Bremskurve läuft ja runter auf 55 km/h. Aber das Signal ist grün, beziehungsweise es zeigt Fahrt an. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Formsignale übrigens. Die Metaphorik von Formsignalen. Wenn es interessiert, der kann sich mal damit beschäftigen. Perspektive. Ja, ist auch egal. Bleiben wir bei der Eisenbahn. So, ich glaube, hier müssen wir anhalten. Nehmen wir die E-Bremse voll rein. Okay, Zugbremse löse ich mal wieder aus, weil wir ein bisschen zu früh zum Stehen kommen. Naja, unvorteilhaft. Ja, wir stehen jetzt auf der Weiche, ne? Ja, super. Hier in Niederdorffelden. So, dann lassen wir jetzt mal einmal runter, die Geschwindigkeit runter und rollen jetzt einfach mal ein bisschen aus. Sehr gut, das Signal ist umgesprungen. Ich gehe mal davon aus, dass der auch fahren darf jetzt. Ich glaube, das Signal wird sich jetzt gleich umstellen. In Kürze. Befreien wir uns auch. Haben wir gemacht. Und dürfen 60 fahren. Das fand ich cool. Habt ihr es gehört? Man hört die Leute Tennis spielen. Na, wo? Hier so. Oh, jetzt haben wir ein bisschen das Gras drüber gewachsen. Cool wäre natürlich, das wäre die absolute Krönung, wenn man ja Leute wirklich sehen würde, wie sie Tennis spielen. Das kennen wir bei den Fußballplätzen auch. Oder das BÜ-Signal, doch, es fängt an zu blinken. Ja, das wäre ja mega cool, wenn man da ja wirklich Leute sehen würde, die dann ja, Tennis spielen, Fußball spielen, was auch immer. Hier noch so ein paar LKW, die hier abgestellt sind. Ein paar Autos. So, BÜ-Signal blinkt. Und einmal vorbei am Haltepunkt. Oberdorffelden. So, der Bahnübergang vor uns scheint nicht gesichert zu sein.
Also nicht der, der ist gesichert, ne? Ah, jetzt blinkt es aber. Okay. Da viel zu stark abgebremst mal wieder. Good job. Sorry, liebe Autos. Aber fahrt besser Zug, statt Auto zu fahren. Muss ich da einmal ganz kurz lünkern gehen, wie es denn am nächsten Bahnübergang aussieht. Okay, ist eh ein ungesicherter Bahnübergang. Ja, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Ach, herrlich, wie hoch man hier gucken kann, ne? Wie viel Szenerie dann hier auch noch rumsteht, die ganzen Bäume. Das ist doch super. So. BU-Signal blinkt hervorragend. Und wir können uns mittlerweile auch schon befreien. Haben wir gemacht. Müssen wir halt immer wieder machen. Hier noch ein bisschen Industrie. Schön, das ist mir gar nicht aufgefallen hier bisher. Oh, ist das cool. Auch hier die Wassertexturen. Ah, schön. Ach Leute, ist das eine schöne Strecke. Da kommt man aus dem Staunen gar nicht raus. Sollte man vielleicht allerdings darauf achten, dass wir auch halbwegs die Geschwindigkeiten einhalten. Und jetzt hier nicht total am Rumeiern sind. Herrlich. So, wieder eine Pfeiftafel. Eine von den, ich glaube, irgendwas im 20er Bereich ist hier an Tafeln aufgestellt. Also 24, 25 Tafeln oder so oder noch mehr. Ich meine, aber es sind ungefähr so 24, 25 Tafeln. Hier Landwirtschaftssimulator lässt grüßen. Und das Signal hier, die Signaltafel lässt auch grüßen. Immer schön bestätigen. Sonst gibt es eine Zwangse. So, wir verlangsamen auf 40. Und haben allerdings halt zu erwarten,
So, jetzt muss ich allerdings mal mit der Zugbremse nachhelfen. Sehr schön. Baue 365. Einmal hier in diesem blauen Farbgewand und einmal in diesem roten. Sieht wirklich wunderschön aus. Ich glaube, das Repaint ist von Sparmi, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Verzeiht es mir. So. Sehr schön, Signal ist wie zu erwarten umgeschwungen. Können Sie einmal hier praktisch einfach hier oben hinstellen und so die Trainspotter-Position haben. Das sieht doch sehr schön aus hier. Da haben wir auch gesehen übrigens, wie hier die Schranken hochgegangen sind. Ups. So, ach, schaut an, wir dürfen 60 fahren. Sehr schön, dann einmal hier die Leistung wieder hoch, dass wir auch auf die 60 kommen. Und wir düsen weiter. Wir können mal einen Blick hier auf die Karte werfen. Nein, das ist die falsche Taste gewesen. Taste 9 habe ich gesucht. Ja, haben noch ein bisschen was vor uns. Mal hier über die Brücke. 60 haben wir jetzt fast erreicht. Dann können wir die Leistung auch wieder zurücknehmen. Das ist übrigens ganz interessant. Bei der Foslo G6 haben wir halt so einen Leistungswahlschalter, der halt so lange Leistung aufschaltet, wie wir den Schalter in der vordersten Position haben. Ne? Also wenn ich den jetzt... Solange ich den drücke, wird immer mehr Zugkraft aufgeschaltet. Dann kann ich damit aufhören. Dann sind wir jetzt bei 50%. Kann allerdings, wenn ich jetzt weiter hochschalte, mehr Leistung aufschalten. Kann aber auch gleichzeitig, wenn ich runtergehe, hier auf die Nullstellung gehen. Und das gleiche funktioniert natürlich mit den Bremsen, aber das machen wir nicht. Ja, wobei in 1,4 Kilometern müssen wir eh nur 40 fahren. Aber bis dahin versuchen wir mal nicht rumzutrödeln. Okay, halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich, drücken PZB wachsam.
sehr schön. Hier auch funktionierende Ampeln. Toll. Ein Café. Die Dorfkirche. Alles schön ausgestaltet. So, es geht eh bergauf. Hier noch ein kleiner Bach. Baustellenfahrzeuge. Dürfen aktuell nur 40 fahren wegen der 1000 Hertz Moment. Halt an. Das hat zeigt doch, dass das Signal grün ist. Was war das denn jetzt? Das Signal ist doch rot, aber das hat doch grün angezeigt. Sind wir drüber gefahren? Mit unserem... Wo ist denn bei uns hier die Erkennung des Gleismagneten? Das müsste... hier, glaube ich, sein. Oder das ist hier so. Okay. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, dann... Fortfahren gemäß Signalbilder. Ja. Signal sagt... Halt. Aber im HUD... Ich würde sagen, wir fahren weiter. Hoffnung, dass das Szenario jetzt nicht endet. Ich drück mal Befehl 40, so aus Interesse. Was ist denn los? Zugbremse, Lokbremse. Hier vorne nochmal. Nochmal Leistung aufschalten. So, jetzt geht's. Hier meine absolute Lieblingsstelle auf der Strecke. Dieses Haus hier. Das sieht doch so schön aus, oder? Fachwerk hier mit den Bäumen, mit den Kirschblütenbäumen. Ach, ist das schön, mit den Kirschbäumen. Wäscheleinen. Rosen? Sind das Rosen? Pilze. An einen der wenigen elektrifizierten Abschnitte Heldenbergen-Windecken.
Er begegnet uns ja manchmal die ein oder andere Baureihe 110. Okay, das. Wir fahren über das Rangiergleis. Einmal hier die. Die Weichen putzen. Unnötigerweise. Und einmal rechts rüber. Sehr schön. Wir müssen ein bisschen mit der Bremse nun entgegenwirken, da es bergab geht und wir nicht schneller als 40 fahren dürfen. Okay, wir dürfen mittlerweile 60 fahren. Und vorbei an der Pfeiftafel. Und wieder eine Pfeiftafel. Ich glaube, man muss ungefähr 3 Sekunden Pi mal Daumen die Pfeife betätigen. Ja, vorbei hier am Wald. Riesige Waldfläche hier. Also Wahnsinn, wie viel man hier so sehen kann in der Entfernung. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon heftig. Auch wie viel hier noch praktisch ausgestaltet ist. Da hinten übrigens, fliege einmal ganz kurz hier durch den Wald durch, weil das letztens jemand gefragt hat, wo der Briefkasten ist, den ich mal hier gezeigt habe. Da ist er. Da ist er. So, schauen wir mal, dass wir kein Signal verpassen, das bestätigt werden muss. Okay, das muss auf jeden Fall bestätigt werden jetzt hier vorne. Pfeiftafel. Und halt zu erwarten. Ups, bin ich aus Versehen in die Schnellbremse. Ups, ich glaube, ich habe aus Versehen die Schnellbremsstellung aktiviert. Das wollte ich nicht.
So. Signal da vorne zeigt immer noch Halt. Ups. Nee, aufstehen wollte ich nicht. Bevor mich die Sie verabschießt. Die ist nämlich nie davon begeistert, wenn man aufsteht während der Fahrt. So, lassen wir mal rollen. Auf das Halt zeigende Signal zu. Und halten dann hier vorne an. Und können dann erstmal die Aussicht hier genießen. Und einmal bremsen. Einmal die Zugbremse schon mal gelöst. Lokbremse allerdings auf Halten. Dann können wir einmal ganz kurz hier auf die Karte gucken. Aber wir könnten doch eigentlich auf das Gleis hier rechts. So, dann warten wir allerdings hier mal. Irgendjemand schon gedacht haben. Ich würde sagen, wie es weitergeht, werdet ihr allerdings zu einem späteren Zeitpunkt in einem zweiten Teil erfahren. Das Video ist, glaube ich, für heute lang genug. Auf der Niddertalbahn ist man ja immer sonst gut über eine Stunde unterwegs und wir sind jetzt schon ein ganzes Stück unterwegs. Dementsprechend würde ich vorschlagen, gucken wir uns mal den Rest zu einem späteren Zeitpunkt an. Das wird jetzt nicht das nächste Video sein, aber irgendwann anders sicherlich mal. Schauen nochmal, ne, das Signal zeigt immer noch Halt. Gut, dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.